Welche Sorgen haben Jugendliche in Osttirol und was wünschen sie sich für den Bezirk? Diese und viele weitere Fragen hat die mobile Jugendarbeit den Jungen in den letzten Tagen gestellt. Ihre Wünsche und Ideen haben die Jugendlichen auf Kunstinstallationen geschrieben, die Schüler des Borgs in Lienz gebastelt und bemalt haben. Das Projekt ist gestartet in dem Sinn, dass es seit 14 Jahren in Tirol von der mobilen Jugendarbeit aus den Jugendfreiraum gibt. Und in diesem Jugendfreiraum werden immer zum Thema Jugend braucht Platz Projekte organisiert. Und wir in Lienz haben uns gedacht, wir wollen die Jugendlichen fragen, sehr niederschwellig fragen, was brauchen sie, was wollen sie, was ist ihnen wichtig in Lienz. Und haben uns dann entschlossen, mit dem Borg Lienz zusammenzuarbeiten und ein Kunstprojekt draus zu machen. Und eben Wände, wie man sie sieht, dass das Borg die vorbereitet und gestaltet und die dann im Raum Lienz aufgestellt werden und Jugendliche dort draufschreiben können, was sie wollen, ja, frei aus dem Herz heraus. Also wir evaluieren die Vorschläge und schauen, inwieweit Projekte realisierbar sind, die wir dann mit der mobilen Jugendarbeit umsetzen. Was habt ihr jetzt draufgeschrieben? Also ich persönlich habe draufgeschrieben, bessere Zug- und Busverbindungen, auch nachts, weil es gibt einfach so nichts und vor allem nachts, man kann nicht ausgehen oder sowas, weil man, der letzte Zug fährt um 20:50 Uhr, wo soll man denn da hingehen eigentlich? Also es zahlt sich wirklich nicht aus. Und ihr habt zum Beispiel Umweltschutz geschrieben, also dass das halt ein bisschen ernst genommen wird, dass zum Beispiel mehr Müllkübel in die Stadt kämen oder mehr Bäume gepflanzt werden und halt so Kleinigkeiten. Da stehen echt ganz tolle Sachen drauf, von mir auch positiv überrascht waren, weil ganz viel draufsteht, auch was in den Erwachsenen zeigt, wie weit die Jugend ist in die Gedankengänge und auch was sie für seine Zukunft haben wollen. Da stehen, wie die Steffi davor schon gesagt hat, nicht gleich Sachen drauf, wie man sie vielleicht sich von Jugendlichen denkt als Erwachsener, sondern auch Sachen wie, dass vielleicht in die Schulen eine bessere Allgemeinbildung als Vorbereitung für das spätere Leben wichtig wäre. Also Themen, die eigentlich über unseren Spielraum hinausgehen, und das sind Sachen, die taugen uns einfach voll.